Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und wir müssen jetzt erstmal ein paar Sachen verkaufen. Der Tag war überaus erfolgreich, wie man sieht. Es sind einige Sachen fertig geworden. Und da verkaufe ich jetzt in meinem großen Stil. Vor allem die Sachen, die etwas hochwertiger sind. Beim Stoff bin ich mir immer nicht so sicher, ob ich den verkaufen soll oder nicht. Knoblauch werde ich mal verkaufen. Und auch den Honig. Als nächstes, als Saatgut, werde ich den Mohn hier weitermachen. Und dann habe ich jetzt unten noch ein paar Sachen auszusäen. Und ich würde sagen, wir priorisieren jetzt mal die Kartoffeln, weil die ja offensichtlich im Moment ein bisschen wichtig sind. Zierlauch kann ich mir auch noch vorstellen. Ja, damit fangen wir mal an. Denn womöglich lohnt es sich für uns, wenn wir 100 Kartoffeln bis zum Ende der Saison zusammenbekommen. Da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen können. Moment, da packe ich mal den Zierlauch lieber in die Ecke. Nee, mehr haben wir nicht. Gut, wir nehmen jetzt einfach den Zierlauch hier hin. Ist jetzt nicht optimal, aber ich habe keinen Bock, so viel hin und her zu laufen. Also mit diesen Bäumen da unten muss ich wirklich noch was anstellen. Da müssen noch ein paar weg. Da blockiert ja alles. Knoblauch. Hier hatte ich, glaube ich. Nee, hatte ich nicht hier. Wo habe ich denn das gehabt? Keine Ahnung. Wir machen es jetzt trotzdem hier rein. Die Mayonnaise könnte ich verkaufen. Würde nicht schaden. Zierlauch kommt hier mit rein. Oh, schaut mal, Leute. Uralte Samen. Da hatte ich schon ein bisschen drauf gehofft, dass die mal kommen. Jetzt habe ich nur dummerweise gerade keinen Platz dafür. Muss ich dann beim nächsten Mal machen. Wenn wir irgendwo einen Platz frei bekommen, dann werde ich hier die uralte Saat aussäen. Da ist der Knoblauch fertig. Zweimal Tomate war immer noch so ein Thema. Ach, ich habe ja hier noch. Ich habe ja hier noch Sachen. Einmal Knoblauch. Bisschen traurig. Ja. Da sind wir wieder ein Stückchen weitergekommen. Ich werde die Sachen jetzt mal wieder hier reinlagern, denn ich gehe jetzt eigentlich fest davon aus, dass es morgen regnen wird. Das hier verkaufe ich. Was habe ich denn da gerade gesehen? Eine Axt haben wir gerade nicht. Da kann ich gerade nichts dran ändern. Die Tomatensaat nehmen wir natürlich noch und bringen sie da weg. Ja, und morgen soll es regnen und ich habe mir vorgenommen, zumindest hoffe ich, dass das Glück auch ein bisschen mitspielt, dass wir dann mal in die Wüste fahren mit dem Bus, den wir ja schon vor einiger Zeit repariert hatten. Es wird allmählich Zeit. Und wenn wir jetzt nicht gerade totales Pech haben morgen, dann würde ich das machen. Mal sehen. Ansonsten hätte ich auch noch einen Plan B.
Ja, war wieder grundsolide hier. Über 6.000 haben wir verkauft. Da haben wir bald genug Geld auf der hohen Kante. Jawohl, es regnet. Ist das nicht schön? Heute hätte Vincent Geburtstag. Und wir haben einfach mal Regenwetter für seinen Geburtstag bestellt. Ist das nicht nett von uns? Morgen ist wieder ein wunderschöner sonniger Tag, sagen sie. Wahrsager? Heute sind sie etwas genervt. Ja, Königin der Soßen, Radieschensalat. Gut, den kennen wir eigentlich schon, ne? Das war jetzt nicht so neu. Ja, schade, dass das Glück heute nicht mitspielt. Hallo. Entschuldige, ich bin nicht gut darin, Briefe zu schreiben. Ich habe einen Metallbarren zu viel gemacht und dachte, du könntest ihn brauchen, sagt Clint, der Schmied. Ja, danke. Danke, Clint. Marmelade wird verbessert. Und ich mache jetzt auch mal die Stelle gleich zu. Ein Nachteil von Regenwetter ist natürlich, dass das Schwein an dem Tag nichts produziert. Weil es nicht raus kann. Aber damit muss man dann leben. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Und diese Kuh ist etwas widerspenstig. Und hier nochmal die Eier rein und dann ist gut. Okay. Tja, was machen wir jetzt heute? Wenn es das Glück nicht so ganz hold ist, weiß ich nicht so richtig, ob sich das lohnt, was ich eigentlich machen wollte in der Wüste. Plan B wäre, dass wir auf die Jagd nach unserem besonderen Fisch gehen, den es in der Tat nur an Regentagen gibt. Da müssten wir uns allerdings ein bisschen vorbereiten. 30 Köder ist schon mal gut, aber wir brauchen auch noch den richtigen, die richtige Falle dafür. Was war das? Ich glaube mit dem Harz zusammen, ne? Kann ich nämlich diesen Fallenfischköder herstellen. Und dann bräuchte ich außerdem das richtige Gericht, glaube ich. Wir müssen noch was kochen. Ideal wäre eigentlich der Meerschaumpudding. Ich weiß nicht, ob ich Mitternachtskarpfen und Flunder gerade parat habe. Werde ich mal schauen. Mitternachtskarpfen habe ich. Flunder habe ich nicht. Aber Flundern lassen sich relativ leicht angeln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich würde mal versuchen, hier an unserem hauseigenen Meerstrand an eine Flunder ranzukommen. Habe ich rausgefunden, die gibt es auch nur im Frühjahr und Sommer, die Flundern. Lohnt sich also auch. Okay, das war schon mal keine Flunder. Eine Flunder.
Ich meine, es ist auch nicht so ganz der Idealbereich, um an Fische ranzukommen, ne? Ich müsste eigentlich noch in diesen ganz dunklen Bereich reinkommen. Vielleicht bekäme ich dann das hin. Gut. Wir probieren es mal hier. Ja, das ist schon besser. Da wäre sogar noch ein Schatz mit dabei. Ja, da haben wir die Flunder. Perfekt. Oh, eine merkwürdige Puppe, ein Diamant und eine Geode. Das ist ja cool. Hat sich direkt gelohnt. Also, die merkwürdige Puppe und die Geode müssen wir wegbringen. Der Diamant, den bringen wir irgendwann anderswo hin. Jetzt versuche ich erstmal dieses Gericht zu kochen. Meerschaumpudding. Gleich einen neuen Erfolg bekommen. Theoretisch ginge auch noch was anderes, der Matrosenteller, aber ich glaube, wir haben die Kartoffelpuffer noch nicht gelernt. Und ohne die geht's nicht. So. Was kommt hier rein? Der Seetang kommt hier rein. Diamant kommt hier hin. Jawohl. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Robin. Wenn wir zu Robin gehen, könnten wir auch ein paar Geschenke machen. Wir könnten zum Beispiel Demetrius eine Bohnensuppe spendieren. Gutes Geschenk. Für Robin wäre der Ziegenkäse ideal. Oder man schenkt ihr Pfirsich. Pfirsich mag sie auch. Und dann noch eins für Sebastian und eins für Maru. Die braucht einen Blumenkohl. Den finde ich hier. Für Linus hätte ich auch was. Hier eine Süßkartoffel. So. Auf geht's. Genug Zeit vertrödelt für heute. Hat sich da einfach ein Baum hingepflanzt, ist ja nicht zu fassen. Okay, Linus wahrscheinlich in seinem Zelt. Ja, bitteschön. Das ist wundervoll, du hast meinen Tag wirklich aufgehellt. Ich habe viel Zeit mit Denken verbracht. Wenn du die Gründe hinter deinen Gedanken vollständig verstehst, erreichst du eine neue Stufe des Seins. Aha. So, weiter zu Robin. Aha, Maru kommt hier runter. Bitteschön. Ist das... Oh wow, Hans, das haut mich um. Dienstags und donnerstags arbeite ich bei Harveys Klinik. Er sagt, er schätzt meine Anwesenheit, falls seine medizinischen Geräte verrückt spielen. Aha. Ein Bauer zu sein ist wohl ziemlich einfach, was? Kommt drauf an, es ist doch recht komplex, muss ich sagen. Du gibst mir das? Das ist klasse! Ja. Ohne einen Topf lebt er nämlich. Grüße, bleib im Haus, wenn du dich warm halten willst. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal was in Auftrag geben. Und zwar würde ich gerne mein Haus verbessern. Ah, Hartholz hätte ich mitbringen sollen. Ach, nicht normales Holz, sondern Hartholz. Und das habe ich in der Größenordnung noch nicht. Nein, das ist ja schade. Okay. Gut, Sebastian ist hier. Ich kann ihm wenigstens schon mal ein Geschenk machen. Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Wenn du Glück hast, siehst du bei diesem Wetter einen Frosch. Okay. Okay, Robin. Das war jetzt noch nicht ganz so, wie ich mir das erhofft hatte. Das ist für mich? Wow, das finde ich total super. Der Regen hält mich nicht davon ab, meine Arbeit zu erledigen. Ja.
Obwohl es nicht gerade angenehm ist, mit durchnässtem Holz zu arbeiten. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen. Na, wir können das auch morgen noch in Auftrag geben. Die Alternative wäre dann jetzt erstmal den Teich zu bauen. Aber wir werden jetzt erstmal hier versuchen, den legendären Fisch zu fangen. Den kriegt man hier. An dieser Stelle. Achso, ich habe vergessen, den Meerschaumpudding noch zu mir zu nehmen. Das wollte ich vorher eigentlich machen. Gut, das ist jetzt eh erstmal nur ein Karpfen. Ja, Meerschaumpudding essen. Damit sind wir jetzt bei Fischen nochmal 4 Stufen höher. Das müsste uns eigentlich weiterbringen. Da ist er. Ach du liebes Bisschen, der geht jetzt schon mal ab wie Schmidts Katze. Okay. Also ihr versteht schon, warum ich hier alle Hilfe gebrauchen kann. Das ist, soweit ich weiß, der schwierigste Fisch. Zumindest bevor 1.5 rauskam. Ich habe schon gehört, dass es noch ein paar neue Fische gibt. Da weiß ich nicht, wie schwer die sind. Aber okay, wir haben ihn. In Gold sogar. Das ist eigentlich ziemlich gut. Okay. Ja, das war doch einfacher, als ich dachte. Da habe ich mich schon viel, viel länger mal mit anstellen müssen. Gut, wenn wir den jetzt schon mal haben, dann werde ich jetzt nochmal zurück zu unserer Farm gehen. Moment mal, hatte ich hier eigentlich auch noch Sachen drin? Ja, da war noch ein bisschen gemischte Saat. Okay. Ich gehe nochmal nach Hause. Lade ein paar Sachen ab. Und na, ich weiß nicht, ob ich es nochmal zu Robin schaffe, bevor sie zumacht. Gut, den Karpfen verkaufen wir, die Legende natürlich. Jetzt habe ich keine Möglichkeit, den Stein hier unterzubringen, weil der Platz wieder nicht reicht. Also ich könnte den Magneten hier auf jeden Fall wegnehmen. Für den Teich bräuchte ich Steine, Grünalge und Seetang. Weiß allerdings nicht, ob das hier reicht. Sicherheitshalber werde ich mal gucken, was ich noch im Kühlschrank davon habe. Nicht, dass es am Ende auch nicht reicht, ne? Weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich der schnellste Weg ist, hier über die Bushaltestelle dahin zu gehen. Ach nein, also so auf jeden Fall nicht. Ich hoffe mal, sie macht erst um 17 Uhr zu. So, ja, ich bin pitschnass. Hofgebäude errichten. Und zwar hätte ich gerne den Ententeich. Ja, es reicht. Ich brauche nur 5 davon. Perfekt. Bauen. Wir bauen den mal hier hin. Unser erster Ententeich. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, in deinem neuen Hofgebäude Fischteich zu arbeiten. Danke. Danke. Und wir brauchen jetzt mehr Hartholz. Am besten kriege ich Hartholz natürlich aus der geheimen Waldlichtung. Wie komme ich da am besten hin? Wahrscheinlich schon über den Hof. Ach, übrigens hatte ich mich auch informiert, wie das eigentlich mit dem Steinbruch ist. Tatsächlich ist es so, wenn man am besten ist es, wenn man ihn frei hält. Also werde ich jetzt auch.
immer mal wieder hier vorbeischauen und wenigstens mal rudimentär Sachen entfernen. Je mehr Platz man den quasi frei hält, desto mehr Steine können spawnen. So hatte ich das jetzt verstanden. Ja, es ist nicht so, dass sie sich nochmal umwandeln würden. Okay. Der Steinbruch ist wieder leer und ich gehe mal wieder zurück. Ja, es ist 22 Uhr. Ich gehe nochmal runter in den verbotenen Wald. Verbotenen Wald. Ich sage immer den verbotenen Wald, ne? Das ist ja eigentlich nur der geheime Wald. Ob ich es da nochmal hinschaffe um die Zeit? So, wir haben eine geheime Notiz gefunden. Die werde ich mir natürlich anschauen, wie immer. Okay, da ist irgendwie ein Kreis. Rechts, runter, rechts, hoch, rechts, hoch, rechts, runter, links, hoch. Links hoch, rechts hoch, links hoch, links dann. Okay, das ist eine Art Schatzkarte. Mal sehen, wo uns das hinführt, ob ich das irgendwann mal entdecke. Auf jeden Fall werde ich jetzt diese Bohnensuppe hier mal reinmachen. Okay. Ja, bringt eigentlich gar nichts, wenn ich heute versuchen würde, in den geheimen Wald zu gehen, denn ich habe ja gar keine Axt. Fällt mir gerade ein. Absolut sinnlos heute. Hier sieht alles gut aus. Und hier ist eine Muschel. Oh ja, ganz vergessen. Die sind ja auch noch. Hier ist noch Obst fertig geworden. Okay, oh Mann, da ist auch noch was. Schaut mal, da ist eine Kiste. Mit super Mahlzeit drin. Nicht schlecht. Ja, es lohnt sich schon, hier gelegentlich mal rumzugucken, was es so gibt. Hier ist noch mehr. Dann gibt es hier außerdem einen Haufen Unkraut. Das machen wir natürlich weg. Und hier ist nochmal ein Stein. So. Ja, das schaue ich mir morgen an. Jetzt geht's erstmal Richtung Bett. Habe ich noch was zu verkaufen? Nee, habe ich nicht. Das mache ich auch hier rein. Ja. Oh, Moment. Mehr Muscheln. Minenarbeitsstufe 8 haben wir erreicht. Okay, der Legendenfisch hat 11.250 Gold gebracht. Da wisst ihr warum. Ich sage, das ist sehr wertvoll mit denen. Soweit ich weiß, kann man den auch nur fangen, wenn man vorher die anderen gefangen hat. Die anderen vier, deswegen war mir das relativ wichtig, dass ich das vorher hinbekomme. Ja. Und wie gesagt, den kriegt man halt nur einmal. So, Tag 11. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.